Moin moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Nach meinem Roadtrip nach Österreich und der Begegnung mit einem Tesla-Taxifahrer in Regensburg bin ich jetzt am letzten Wochenende mal beim Bremer Tesla-Taxi-Besitzer gewesen, denn es gibt auch in Bremen einen Taxiunternehmer, der mit dem Tesla rumfährt. Und zwar ist das Mustafa Katalbas. Und ich habe ihn mal ein bisschen ausgequetscht, wie er mit dem Tesla zurechtkommt und warum er sich dafür entschieden hat. Und dieses Interview mit ihm, das könnt ihr jetzt nach dem Intro sehen. Viel Spaß dabei! Ja, hallo Leute, ich bin hier im Taxi von Mustafa Katalbas. Katalbas richtig ausgesprochen? Ja. Alles klar. Das ist Bremens erster und einziger Tesla-Taxi-Unternehmer. Und ich fand das Thema so spannend, auch nach dem letzten Treffen mit dem Taxifahrer in Regensburg am Supercharger. Habt ihr das Video vielleicht gesehen? Wenn nicht, verlinke ich euch das hier oben. Da dachte ich, Mensch, wenn es das in Bremen auch gibt, muss ich mit ihm unbedingt mal sprechen. Und das Witzige ist, Mustafas Frau Inga, die kenne ich von früher. Wir hatten beruflich sehr viele Jahre miteinander zu tun. Und das macht das natürlich noch viel interessanter, sich mit dir zu unterhalten. Ja, hallo Mustafa. Hallo Jens. Sag mal, du fährst jetzt hier Bremens erstes Tesla-Taxi. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, jetzt ein Tesla als Taxi zu benutzen? Also, ich fahre seit 2005 ungefähr Taxi. Und seit 2016 sind wir selbstständig. Und wir wollten von Anfang an gleich ein Tesla als Taxi nehmen. Aber mit damaligen Eichgesetz hat das leider nicht funktioniert. Deshalb müssten wir eine normale E-Klasse als Taxi nehmen. Und seit 2017 geht das wieder mit Eichgesetz, dass man auch Teslas als Taxi zulassen kann. Dann haben wir sofort ein Tesla Model S 100D als Taxi dann gekauft. Okay. Und war das denn schwierig, dieses Taxi umzurüsten? Also Stichwort Eichgesetz, du hast ja hier irgendwie so einen Fahrtenkilometerzähler drin, auch wegen der Kosten. War das kompliziert? Ja, also das gesamte Umrüstung hat ungefähr 3 Monate gedauert. Also Tesla hat das Auto in 2 Wochen ausgeliefert, das war ein Poolfahrzeug. Mhm. Und die Umrüstung hat 3 Monate gedauert, inklusive Vollehrung, Taximeter, da in Oldenburg Intax. In Intax in Oldenburg. Achso, hat nicht Tesla gemacht? Nein, nicht Tesla. Das macht eine Firma in Oldenburg. Die haben das ganz schön gemacht, aber denen hat auch ein paar Teile gefehlt, deswegen hat es 3 Monate gedauert und ungefähr um die 5000 Euro mit Außenbeklebung und Werbung. Also Investitionen noch zusätzlich zum Anschaffungspreis. Ja. Also das ist ein Modell S100D, ne? Soweit ich das weiß. Ja, okay. Und Baujahr ist jetzt 2017? 18. Ja. Alles klar. Und warum hast du dir jetzt einen Tesla gekauft als Taxi und kein anderes Auto? Aus umweltfreundlichen Gründen. Also ihr möchtet sozusagen einen Beitrag dazu leisten, dass die Bremer Innenstadt weniger verpestet wird von Autoabgasen, emissionsfrei fahren. Das und noch zusätzlich, dass so andere Kollegen überzeugen. Ja. Und also viele fragen ja wegen Reichweite, wegen Aufladen, die sind skeptisch. Ich dachte, wenn wir ein Tesla als Taxi einsetzen, überzeugen wir viel, viel mehr als ein normaler jetzt Tesla oder Elektroauto auf der Straße fährt und die Leute denken, ja, wenn das als Taxi funktioniert, funktioniert auch als oder für privaten Gebrauch. Ja. Und übrigens, du bist türkischer Landsmann, glaube ich. Ich bin türkischer Landsmann. Und seit wann bist du in Deutschland? Ich bin seit 2000, Ende 99, ja. Und du hast mir gerade erzählt, dass du dir die deutsche Sprache selber beigebracht hast, also ja, vom Lesen, Sprachkurse besucht. Ja, richtig. Also muss ich sagen, das hat immer meinen höchsten Respekt, also Fremdsprachen sind ja sowieso irgendwie ein bisschen nicht unbedingt mein großes Ding, aber wenn man sich das alles selber beibringt, kann ich nur einen Hut vorziehen, ganz große Klasse. Und ich finde, du sprichst super Deutsch, also du hast mir vorhin gesagt, vielleicht nicht ganz so gut Deutsch, finde ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen, überhaupt nicht. Danke. Aber was sagen denn jetzt die anderen Taxifahrer dazu, wo sie jetzt erleben? Also du machst das jetzt ja schon über ein Jahr, nehme ich mal an, ja, ein knappes Jahr. Ja. Und was sagen die? Also muss ich ehrlich sagen, wir sind immer noch skeptisch. Also keine neidischen Blicke wegen des tollen Autos? Doch, neidische Blicke, oder? Ja, aber die wollen jetzt keinen Tesla als Taxi kaufen. Ja, okay. Aber neidisch, ja, kann ich mir vorstellen. Einige sind neidisch. Und im täglichen Taxibetrieb, wie ist das? Wie oft lädst du den auf, den Wagen? Also wenn wir jetzt nachts überladen, tagsüber während der Arbeit, müssen wir gar nicht. Also das heißt, du lädst den dann zu Hause? Zu Hause nicht, in öffentlicher Ladesäule von SWB. Ja. Stellst du dich dahin? Ja, ich stelle mich dahin. Lade mir auf 90% hoch. Ja. Und dann tagsüber brauchen wir ja gar nicht mehr laden. Es sei denn, wir haben eine Ferntour. Okay, du hast reale Reichweite gerade mit dem 100D von wie viel Kilometer?
400. 400 ungefähr, ja. Das reicht ja eigentlich für einen Tag. Vollkommen, ja. Das heißt, wie viele Touren hast du so am Tag? Ist immer unterschiedlich, manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich kann sagen, so 200 Kilometer am Tag waren wir. Okay. Und wie, also du hast ja quasi keine Zwangspausen fürs Laden, das heißt... Nein. Ich habe den Taxifahrer in Regensburg, den ich getroffen habe, der meinte, er würde, wenn, dann mittags laden. In der Mittagspause stellt er sich eine Stunde an Schnelllader, 50 kW, Schademo-Adapter, macht den Sitz zurück und schläft eine Runde oder geht spazieren oder isst was. Das heißt, das entfällt bei dir. Das heißt, dieses Elektroauto hat für den Taxibetrieb keinerlei Zeitverzögerung für dich durchs Laden. Also wenn wir jetzt Doppelschicht fahren würden, ja, dann hätten wir auch zwischendurch laden müssen. Ne? Ja, wir fahren aber nicht Doppelschicht. Also unsere Mitarbeiter fährt von morgen 6 bis dann Nachmittag irgendwann und abends auf Bestellung, auf Vorbestellung, dann fahre ich raus. Okay, das heißt, du hast auch noch Mitarbeiter, den fährt. Ja, ja. Und wie findet er das, den Taxifahren? Toll, also der fährt jetzt ein Fiat irgendwas, der will sich auch eine Säue kaufen. Ja. Okay. Und was sagen die Fahrgäste zu so einem Auto? Kriegst du da irgendwie mal Feedback? Ja, also die sind alle begeistert. Ich habe neue Kunden, dass sie gewonnen durch Tesla. Also es buchen dich Leute wegen des Teslas? Ja, ja. Ah, cool. Ja, ich habe sogar eine aus Schweiz, also eine Deutsche, ja, Wissenschaftler, der in Schweiz arbeitet. Hm. Das Taxi war auch ganz neu, also glaube gerade 2 Wochen alt, hat hier angerufen. Der wollte in Bisping in einem Naturhotel eine Woche wohnen und wollte jeden Tag nach Bremen kommen. Okay, ist ja eine Tour. Ja, und ich sollte ihn von Hannover abholen, nach Bisping bringen und eine Woche lang jeden Morgen von Bisping nach Bremen und abends von Bremen nach Bisping. Er hätte dieses Hotel sogar nicht gebucht, wenn er keine Elektro-Taxi gefunden hätte in Bremen. Ne? Ach. Bisping hat ja auch Supercharger, das ist ja dann ganz praktisch. Ja. Ich weiß nicht, ob du überladen musstest, aber wäre zumindest gegangen. Du bist ja Mitglied, achso, hatte ich schon gefragt, du bist Mitglied bei Taxiruf Bremen, ne? Also das heißt, ihr werdet dann von denen auch gebucht. Ja, also, aber nicht direkt jetzt als Tesla. Die haben am Anfang gesagt, so eine Kürzel machen die da beim Taxiruf, dass man Tesla bestellen könnte. Die haben nur eine Umweltkürzel. Also wenn sie eine Umwelttaxi bestellen, kann auch eine Hybrid kommen, ne? Nicht eine Tesla. Das heißt, bei Taxiruf kann man tatsächlich sagen, ich möchte ein Umwelttaxi buchen. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Es gibt ein paar Hybrid-Taxis, dann kommen die aber. Ich weiß nicht, ob die umweltfreundlich sind, aber. Ja, sie behaupten es zumindest. Ja. Ne? Das heißt, der Wagen, wenn ich mir den jetzt so anschaue, der sieht aus wie neu. Also ich muss zugeben, ich sehe hier nichts, was irgendwie aussieht wie ein Taxi. Also ich kenne viele Taxen. Die sehen aus wie Sau, weil die so angeranzt sind von innen. Aber dieses Auto sieht aus wie neu. Wie viele Kilometer bist du jetzt mit dem gefahren im Taxibetrieb? Gestern hat sich ein bisschen geändert. 46.000. 46.000, okay. Ja. Und du hast mir vorhin was erzählt über die Haltbarkeit. Wie siehst du das? Also Tesla hat ja oft den Ruf, das Auto ist zwar ganz schick, aber die Qualität ist unter aller Sau. Hast du jetzt hier irgendwelche Probleme mit dem Auto? Ja, also einige Probleme habe ich, aber sind nicht so dramatisch. Mhm. Welche sind das denn? Stoßdämpfer. Klappern? Klappern. Bingo, check habe ich auch. Ja, ich war am 29., beziehungsweise meine Mitarbeiter war da. Die haben nur ein einziger ausgetauscht. Es gibt neue Generationen Stoßdämpfer. Ja, die haben, glaube ich, linke Seite ausgetauscht. Ja. Ich weiß nicht, warum die rechte nicht. Es klappert immer noch wie früher. Also nicht so doll, aber weniger. Und von Dachhimmel hier, von den Knarzen, das können sie nicht weg. Die haben hier unterfüttert, wie du siehst. Ja, das sind so diese Krankheiten. Ja. Witzigerweise hatte ich auch vor 2 Monaten oder vor 6 Wochen Tesla Ranger zu Hause, auch wegen Dachhimmelknarzen. Ja. Der hat auch alles runtergenommen hier und hat dann das unterfüttert und das ist besser geworden. Es ist nicht ganz weg, aber es ist besser geworden. Bei mir ist das leider nicht besser geworden. Also noch zusätzlichen Geräusch kommt von hier irgendwo, als wenn irgendwas lose ist. War das gestern, glaube ich, gestern, als ich die Türen aufgemacht habe, hat so ein rattelnder Geräusch hier von Handschuhfach. Okay. Und hat so 10 Sekunden gedauert. Tür ist zu, wieder auf, dann fängt wieder an. 3-4 Mal hat sich wiederholt, dann war das aus. Komisch, kenne ich auch nicht, hatte ich noch nicht. Und ein paar Mal beim Beschleunigung diese Antriebswelle-Geräusch, ne? Aber nur ein paar Mal hat sich nicht wiederholt. Beschleunigung, gutes Stichwort. Der Wagen geht ja ganz gut ab. Ne? Machst du das auch manchmal mit Fahrgästen? Also wenn die sagen, du hast auch einen Tesla, gib mal Gas. Ja, oder so? Muss ich ganz oft machen. Ja, musst du ganz oft machen. Also ich mache das nicht gerne, weil hier in der Stadt, wir haben, wo haben wir dann 70er Zone? Also
Selten, ne? Selten. Und beim 50er fahre ich alle höchstens so 10 km/h mehr, ne? Ja. Da muss ich ja gucken, nicht, dass ich über 60 komme, da passiert ja ganz schnell. Hm. Aber also Jugendliche, die wollen auf jeden Fall mal testen. Ja. Und also, ja, kann ich sagen, jedes Weite. Und kriegst du dann auch Rückmeldungen jetzt gerade auch von Jugendlichen, die sagen, Mensch, finde ich gut, Elektroauto oder wegen Umwelt und Emissionen und so? Oder kriegst du kein Feedback deswegen? Ich habe einmal gehabt, der war, glaube ich, 7 Jahre alt, ne? Der kannte schon Tesla. Der kannte schon Tesla. Ja. Danke, Juna. Hallo, meine Mitarbeiter. Ja, kein Problem. Der kannte Tesla und ja, hat dann gesagt... Ja, der ist 7 Jahre alt, der kannte schon Tesla, der wollte hier einsteigen, ja, zum gucken. Der, seine Vater war dabei. Das finde ich auch ganz interessant. Manchmal kommen auch sehr ältere Leute, ne? Hm. 80, 85, die wissen auch Tesla. Ah ja, okay. Ich habe auch öfter Rückmeldungen bekommen auf der Straße, wenn ich irgendwo parke, dass mich Leute fragen, was ist das denn für ein Auto? Die haben das noch nie gesehen. Ne? Also die wissen nicht, was das ist. Ja, Infiniti, Toyota. Ja, keine Ahnung. Also gerade ältere Leute auch, die haben sowas noch nicht gesehen und die sind dann ganz interessiert. Also sehr viel ältere Leute, die mich ansprechen dann. Und das sind immer die, die dann am faszinierendsten sind, wenn ich erzähle, was das für ein Auto ist und wie das funktioniert. Und du hast mir vorhin was erzählt zu den Griffen. Das ist ja auch immer wieder so ein Schwachpunkt bei Tesla. Du hast mir gerade was gezeigt. Warte, ich kann das mal eben. Moment, ich will mal eben hier umstellen. Gehst du? So, du hast hier wie viele Fahrten jetzt? Also ich sage, das sind hier eine Fiskaltaximeter, da lässt dich bei. Ach, ist schon vorbei. Ne? Das muss ich wieder rein. Okay. 1680 Fahrten. Ja. Also das heißt, 1680 Mal die Türen von Fahrgästen. Also die Beifahrerseite zumindest schon mal. Oder alle vier. Oder alle vier, ja. Und der Fahrer steigt meistens auch aus, um Bescheid zu sagen. Mhm. Und noch zusätzlich dazu, der Fahrer mindestens 30 Mal am Tag steigt ein und aus. Wenn wir hochrechnen, ich denke um die 3000 Mal. 3000 Mal, also Griffe rein, raus. Ne? Ja, und die hast du jetzt Probleme mit Griffen gehabt? Einmal, hier, Fahrerseite. Fahrerseite? Was war damit los? Nicht rausgefahren. Ach so. Aber man könnte ganz komischerweise, wie beim Model X, mal drauf tippen, hat die Tür aufgemacht. Ja, genau. Ja. Würdet ihr denn die Entscheidung, jetzt einen Tesla zu kaufen, nochmal treffen, nach diesen Erfahrungen? Oder sagst du eher, ich bin geheilt? Auf jeden Fall. Sind ja gerade auch günstiger geworden. Ja, das stimmt. Also lohnt sich das jetzt für dich, sozusagen als Taxifahrer zu sagen, ich fahre mit dem Tesla, lohnt sich das mehr für dich, abgesehen von dem positiven Gefühl, vielleicht was für die Umwelt zu tun? Du hast ja vorher Mercedes-Taxi gefahren, habe ich so verstanden, ne? Ja, also bei Mercedes 6-7 Euro Dieselkosten haben wir gehabt. Ja. Und alle 20.000 Kilometer Inspektion. Ja. Und Kfz-Steuer, wenn wir alles hochrechnen, beim Tesla spart man, wenn man das permanent als Taxi, also Doppelschicht, einsetzt, ja, um die 10.000, 12.000 Euro im Jahr ein. Okay, die Anschaffungskosten sind ein bisschen höher. Aber eine vergleichbare Mercedes kostet auch nicht unter 70.000 Euro. Ne? Ja. Alles, was Tesla jetzt hat, als hier Assistentensysteme, Keyless Go, wenn man das, oder Spiegelpaket, ist ja alles eine extra bei Mercedes, ist nicht unter 70.000 Euro. Und wie siehst du das mit der Elektromobilität in Deutschland? Wir haben ja bald demnächst den Mercedes EQC auf der Straße, der Audi e-tron ist schon da, VW kommt mit dem ID.3 jetzt irgendwie Ende des Jahres oder Anfang 2020. Kennst du diese Autos schon? Ja, beschäftige mich auch damit. Hast du schon mal einen Audi e-tron gefahren? Nicht gefahren, aber ich lese. Ja, okay. Und wie glaubst du, dass die so an Tesla rankommen, was jetzt die Praktikabilität angeht, also die Praxistauglichkeit angeht? Die brauchen noch ein paar Modelle jetzt bauen. Ja, also nicht gleich der erste Audi e-tron, sondern vielleicht nächste oder übernächste. Die müssen sich verbessern. Ich habe da jetzt von Mercedes zum Beispiel EQC 450 Kilometer nach Neves. Ne? Ja, ja. Also hier haben wir 632 nach Neves und schaffe ich 400. Ja, genau. Wenn der 450 bei Mercedes, vielleicht 280 wird man schaffen. Ja, 280 ist irgendwie so das Standard-Range. Also der Jaguar schafft nicht mehr, der Audi e-tron schafft knapp mehr. Der Mercedes EQC wird vermutlich, ich rate jetzt,
dann auch nicht mehr schaffen. Ne? Und das alles mit einem 90 kW Akku-Pack, das ist 90 Kilowattstunden Akku-Pack, ist schon ein bisschen bitter. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn die anderen auch so gute Autos bauen, dann haben wir mehr Auswahl, vielleicht dann gehen da auch Preise runter. Das muss sein. Ja, und ich denke, Tesla hat die Preise ja extra deswegen etwas reduziert, weil Konkurrenz jetzt auch langsam was rausbringt. Die einen sagen so, die anderen so, ne? Ob es jetzt wegen der Konkurrenz ist oder dadurch, dass sie Absatzprobleme haben, weiß man nicht so genau. Oder die bauen jetzt wirklich günstiger, die Autos. Ne? Ja. Okay, Mustafa, das war sehr interessant für mich und vielleicht auch für meine Zuschauer. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es wird also doch ein bisschen warm hier im Auto. Ja. Also die Sonne brennt hier drauf auf das Glasdach. Wobei das Glasdach selber ist eigentlich gar nicht so heiß. Aber trotzdem wird es halt im Wagen sehr warm. Wir haben extra Lüftung ausgemacht, weil sonst dieses Rauschen ein bisschen den Ton gestört hätte. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.